Gerade heute ist es hoch an der Zeit, die Lehren der alten Meister einer neuen Generation zeitgemäß zugänglich zu machen. Was das bedeuten soll, das will ich dir in diesem Video näher bringen. Hey, hallo und herzlich willkommen, cool, dass du dir dieses Video reinsiehst. Schon Jesus sagte, alter Wein ist in alten Schläuchen und neuer Wein gehört aber in neue Schläuche. Und im Endeffekt geht es hier darum, dass wir tatsächlich immer wieder neue Methoden sozusagen finden wollen oder neue Varianten sozusagen finden wollen. Ja, diese alten spirituellen Lehren, denen wir uns hier auf dem Weg der Mystik und der Einweihungslehre tatsächlich sozusagen widmen, eben in unserer Zeit, aber auch natürlich entsprechend zur aktuellen Zeitqualität, eben tatsächlich in einer angemessenen und wunderbaren Art und Weise, auf seriöse Art und Weise tatsächlich viel mehr Menschen sozusagen zugänglich zu machen. Ganz grundlegend gilt hier sozusagen die Prämisse, dass wir alle mit unserem Bewusstsein auch in einem äußeren Gesamtsystem sozusagen sind, das wir mal salopp als das große Ganze bezeichnen. Das große Ganze hat es eben zum Ziel, tatsächlich eine Weiterentwicklung seiner selbst zu durchlaufen. Im Endeffekt gibt es hier immer wieder unterschiedliche Perioden und unterschiedliche Zeitqualitäten, die sich in dieser unserer äußeren Weltwirklichkeit tatsächlich manifestieren. Wir erleben gegenwärtig tatsächlich einen großen Schwingungs- und Frequenzanstieg. Das bedeutet also, dass jetzt sozusagen wieder die Tugenden, das Tugendhafte, das Gute, das wahre Gute und Schöne tatsächlich neu ins Bewusstsein von vielen, vielen Menschen treten und alte Strukturen des alten Systems, die teilweise auf politische Unterdrückung, auf Korruption und ähnlichem, auch verbrecherischen Geschichten basiert haben, sozusagen immer mehr in den Hintergrund treten, immer mehr aufgedeckt werden, und das Neue, sozusagen das Positive, wieder verstärkt ins Dasein dreht. Ja. Und das ist sozusagen der Prozess, dem ich mich auch mit meinem Projekt, mit der Hohen Fest widme. Wir wollen tatsächlich das Tugendhafte, das Gute, das Ehrenwerte, das Ehrenvolle, das Lichtvolle sozusagen wieder stärker in die Welt hineintragen. Denn dort, wo Licht ist, kann keine Finsternis sein. Und das ist sozusagen der Auftrag, den jeder Mystiker, den jeder Spirituelle, den jeder Energetiker, den jeder von uns sozusagen tatsächlich von der geistigen Wirklichkeit in Wahrheit immer schon mitgegeben hat. Ja. Eine letzte Geschichte noch, wenn wir von alten und neuen Wein reden. Das Schöne bei dieser Geschichte und diesem Gleichnis von Jesus, das ich vorhin ja so circa zitiert habe, frei wiedergegeben habe, da geht es darum, dass sozusagen dieser Wein des geistigen Erlebens, also die höhere geistige Wirklichkeit, tatsächlich in diese unsere äußere Weltwirklichkeit sozusagen hineinschwappt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Im Endeffekt ist der Wein, um den es dabei geht, aber immer jung und immer frisch. Denn er wird die spirituelle Ursachendimension, aus der sozusagen alle Dinge heraus ins Dasein treten, die ist jenseits von Zeit und Raum angesiedelt und daher produziert sie sozusagen immer die höchstmögliche Qualität des gegenwärtigen Zustandes. Und das ist eben eine wunderbare und eine herrliche Geschichte. Also die geistige Wirklichkeit ist der heilige, wunderbare Wein, der nur darauf wartet, dass wir tatsächlich sozusagen als Kelche, als Gefäße dafür vorbereitet und würdig sind, dass diese geistige Kraft wieder frei durch uns fließen kann, frei in uns hineinschwappen kann. Denn Jesus sagt ja an anderer Stelle auch, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und genau das ist es, was in Wahrheit sozusagen von jedem geistig Aktiven, der mit der spirituellen Ursachendimension verbunden ist, ausgeht. Diese Ströme lebendigen Wassers sind sozusagen der Geist, der durch den Mystiker sozusagen, durch den gereinigten Kanal, tatsächlich halt in diese äußere Wirklichkeit hineinfließen kann, zum Wohle und zum Segen von allen Wesen und auch von dem, was wir als das große Ganze bezeichnet haben. So, wunderbar, das war's auch schon mit dieser Geschichte. Ich möchte dich eben mit meinem Projekt der Hohen Feste, deiner Mystischen Academy und meinen zahlreichen E-Books dazu einladen, dass du dich sozusagen als Kelch, als Gefäß, als Kanal reinigst und vorbereitest dafür, dass die heilige geistige Ursachendimension, die geistige Wirklichkeit, dazu ja auch durch dich zu wirken beginnen kann. Dazu möchte ich dich, wie gesagt, ganz herzlich einladen, denn es gibt nur eine Schöpferkraft. Und diese Schöpferkraft möchte sich auf unterschiedliche Arten und Weisen in unserem Leben sozusagen manifestieren. Und sie hilft uns als Einzelbewusstseinen, als individuellen Seelen eben dabei auch, einfach unsere geistige Reise oder den geistigen Prozess unserer geistigen Reise, unserer Wirklichkeitserfahrung schneller, effektiver, wunderbarer, auf eine geheiligtere Art und Weise sozusagen gehen zu können, um dem Wohle des großen Ganzen zu dienen. Das ist eine ganz wunderbare und herrliche Geschichte. Hey, das war's auch schon mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat und ich dich auf deinem eigenen geistigen Weg weiter begleiten darf, dann lass mir doch ein Like oder Kommentar da. Wir sehen uns, wenn du willst, im nächsten Video wieder oder in den heiligen Hallen der Hohen Feste deiner Mystischen Academy. Plus, sichere dir auch unbedingt mein aktuelles E-Book 30 Tage mystisches Erleben, denn das enthält eine ganze Menge an Übungen, die du tatsächlich für dich und deine eigene geistige, spirituelle Praxis eben einsetzen und nutzen kannst. Also wenn du jemand bist,
Ist sozusagen die Frage stellt, ja, wie kann ich denn ein spirituelleres Leben führen oder wie kann ich diese spirituelle Praxis, was eigentlich ja ganz gut klingt, ja, denn für mich selbst in meinem eigenen Alltag verwirklichen, dann ist dieses E-Book einfach genau das Richtige für dich, weil es absolut ein wertvoller Begleiter dafür sein kann, eben genau über 30 Tage hinweg diese spirituelle sozusagen Praxis aus unterschiedlichen Traditionen der Menschheitsgeschichte heraus in deinem eigenen Alltag zu implementieren. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns, alles Gute und schau da rein!